Hallo, guten Tag, liebe Leute. Ich nehme eine Minute und mache den Link in Moodle. Bin gleich wieder da. So, Link in Moodle. Okay. Gut. Hallo, liebe Leute, es tut mir leid, ich weiß, ich bin heute 3 Minuten verspätet. Ich war in einem Treffen und wir waren bis 14.14 Uhr und dann habe ich dann Tschüss gesagt und dann hier gekommen. Es tut mir leid, nochmal, liebe Leute, für die kleine Verspätung. Also ich kontrolliere kurz, ob ihr mich gut sehen können. Doch, oder? Genau. So, heute habe ich natürlich Stoff dazu, aber bevor ich beginne, ich möchte kurz über Klausur sprechen. Und zwar, ich tippe alles. Ich tippe alles und mache eine Moodle-Ankündigung, aber möchte ich doch jetzt mündlich etwas vermitteln. So, unsere Klausur, jemand, ich denke, leider jemand von der Verwaltung hat leider den falschen Termin innerhalb Moodle eingetragen. Also noch einmal, nur innerhalb Moodle. Damals gab es 2 Termine für unsere Klausuren. Dies sind die falschen Termine. Gestern hat einen Kommilitone mich Bescheid gegeben und jetzt sind die Termine erlischt. Unsere Klausuren ist in, am besten gehen wir mal zu Kursüberblick. Wo ist das der? So, ich gehe erstmal zu Kursüberblick und dann ich mache mein Bildschirm. So, ich gehe jetzt zu Lecture Mode. Genau, jetzt könnt ihr mein Bildschirm sehen. Ich gehe jetzt zum Kursüberblick. Bisschen größer machen. Unsere Klausur findet am 15.07. statt. Also praktisch unsere Vorlesungszeit. Wie gesagt, ich tippe alles Ausführlichkeiten später in einer Moodle Ankündigung. Wichtig jetzt ist aber, welche Hilfsmittel darf man mitbringen? Und zwar alle Skripte dürft ihr mit einem Printer drucken und mitbringen. Und noch dazu 2 Seiten A4 Blätter. Ihr dürft was auch immer drauf schreiben. Von Hand geschrieben, gedruckt, gemalt, Bilder. Alles okay. Ja? Also 2 A4 Seiten aus Spickzettel ist erlaubt. Und noch dazu, ich werde mein eigener Spickzettel für euch, und zwar zum Beispiel die elementaren Datentypen, die Wertbereiche und die Rangordnung von den Operatoren. Genau. So, warum sage ich jetzt, weil, wenn ich zur Gumuru gehe, die Skripte sind alle da. Noch einmal, alle Skripte sind jetzt im Moodle, also Collections reden wir erst nächste Woche. Aber das ist schon hier, damit wenn ihr zum Beispiel drucken möchten, dann sind die Dateien schon da. Ja? So, ich
Gucke mal, ob wir. Findet die Klausur online statt? Nee, Präsenzklausur, Eileen. Nee, zwei A4 Seiten, also wenn man beidseitig nehme an ihr herum, das heißt ein Blatt A4 Papier, dann beidseitig. Also für mich, man kann dann zum Beispiel zwei Blätter haben, jeweils nur eine Seite benutzt. Also Hauptsache zwei Seiten A4. Ja? Ich glaube, eventuell kommt noch weitere Fragen, aber wir haben heute relativ viel Stoff und ich bin schon ein bisschen verspätet. Dann bin ich ganz, ganz begeistert, schon mal in den Stoff zu gehen. Und deswegen würde ich sagen, ich male ein kleines Bild und dann guck mal, ob wir noch Fragen für Klausuren haben. Und dann gehe ich sofort zum Stoff. Ne? Okay, ich möchte jetzt gerne ganz schnell malen. Und zwar sieht man jetzt mein Malentafel? Ja, schon, super. Dann male ich doch was. Wir haben immer gesagt, in diesem Kurs machen wir eine ganz, ganz schöne Blume. Wir haben Grundlagen in der Mitte. Das ist hier eine Blume, dann braucht man doch Blätter dazu. Wir haben eine schöne Sonne für Soft Skills, damit alles noch schöner aussehen. Oh, sorry, falsch. Doch, Soft Skills. Und dann jedes Hauptthema haben wir eine Blüte. Und deswegen haben wir am Anfang haben wir Methode. Danach haben wir Klassen und Objekte. Dazu haben wir Standard. Bibliothek, Bibliothek. Genau. Warum mal ist was heute? Weil heute beginnen wir eine neue Blüte. Und zwar, welche Farbe mache ich jetzt? Sag mal Purpur. Ne, doch, doch. Gelb oder Gold. Heute machen wir ein neues Thema. Vererbung. Vererbung ist wirklich Kern einer objektorientierten Sprache. Einmal auf Englisch. So, Vererbung auf Englisch, Inheritance. Inheritance is really the heart of an object-oriented programming language. Also Java ist eine objektorientierte Sprache, Programmiersprache. Und deswegen ist Vererbung ganz, ganz wichtig. So, okay, bis dahin noch keine weitere Chat-Fragen, dann würde ich sofort mit Stoff eingehen. So, ich möchte erstmal zum Skript. Inheritance. Ich mache jetzt hier ein bisschen größer. So, Vererbung. Was ist Vererbung? Auf Englisch Inheritance. Also einmal Zitat aus Wikipedia. Die Vererbung ist eines der grundlegenden Konzepte der Objektorientierung. Die Vererbung dient dazu, aufbauend auf existierenden Klassen neue zu schaffen. Eine neue Klasse dann dabei eine Erweiterung der ursprünglichen Klasse sein. Also Stichwort hier ist dann Erweiterung. Wir machen Vererbung, weil, sag mal, das Kind ein bisschen von Eltern erweitert ist. Also mal gucken, wie das mit Code und mit Konzept und Ideen her funktioniert. Aber erstmal zeige ich ein paar Bilder. Okay, so. Wir haben sag mal zwei Klassen, Hund und Chihuahua. Hund ist mehr generell, Chihuahua ist mehr spezifisch. Und dann würden wir sagen, zwischen Hund und Chihuahua hat eine Verhältnis. Und zwar, Chihuahua ist ein spezifischer Hund und wir würden dann Chihuahua als Kind machen. Chihuahua erbt etwas von Hund. Ja? Oder zum Beispiel, wir haben mehr generell haben wir Fahrrad, mehr spezifisch haben wir Tandemfahrrad oder Rennfahrrad. Also gibt es ja auch hier dieses Verhältnis. Ne? Tandemfahrrad und Rennfahrrad erweitern das Fahrrad. Oder noch ein Bild, wir haben Schiff, das ist mehr generell, wir haben Kreuzfahrtschiff, das ist mehr spezifisch, dann Kreuzfahrtschiff erweitert
das Schiff. Also jetzt denken wir, wenn wir Klassen in so einem Verhältnis zusammen machen, etwas ist mehr generell, dann nach Konvention schreiben oder malen wir diese generellen Sachen oder Klasse oben. Die spezifischen Sachen machen wir nach Konvention unten. Okay, erstmal so. Dann vom Konzept her, ich lese einfach mal vor. Wenn wir das Schiff und das Kreuzfahrtschiff als Klassen denken, haben wir Attribute für die Merkmale und Methoden für die Fähigkeiten. Die Schiffklasse hat nur die generellen Attribute und Methoden. Die Kreuzfahrtschiffklasse hat die spezifischen Attribute und Methoden, aber die generellen Attribute und Methoden stehen auch zur Verfügung. Ja, das heißt, Kreuzfahrtschiff hat alles, was ein Schiff hat, aber noch mehr. Also einmal auf Englisch. So the Kreuzfahrtschiff, what do we call this in English? The cruise ship. The cruise ship has everything that a normal ship has, but more, right? Ja. So. Warum benutzt man Vererbung? Es gibt sehr viele Gründe. Ich nenne zwei. Spezialisierung. Wenn zwei Konzepte ein generell zu spezifisches Verhältnis haben, wäre das spezifische Konzept von dem generellen erweitert. Ja, weil es ein Verhältnis hat, kann man mit Erweitern alle Code oder alle Logik besser organisieren. Erstmal. Und dann, es geht auch um Wiederverwendung. Wenn beide Arten von Schiffen die gleichen Merkmale, denken Sie an Attribute und Fähigkeiten, Methoden haben, wäre es effizienter, den gemeinsamen Code nur einmal zu schreiben. Mit anderen Wörtern heißt das Vermeidung von Code-Duplizierung. Wenn es nur eine Kopie-Code gibt und wenn man den Code ändern oder debuggen muss, braucht man den Code nur einmal zu bearbeiten. Das heißt, vom Konzept her, wir denken schon, so, zum Schiff brauche ich etwas Code, dann schreibe ich alles zum Schiff. Zum Kreuzfahrtschiff schreibe ich nur den Code, die spezifisch zu Kreuzfahrtschiff geht. Also nur die extra Sachen schreibe ich nur extra für Kreuzfahrtschiff. Die andere geteilte Sachen schreibe ich im Schiff. So einmal auf Englisch. So, let's say I have a ship and a cruise ship. Whatever I need for a ship, I write in a ship class. I'm talking about code. Only the new things, only the extra things that's for cruise ship, I write extra for the cruise ship. So I'm avoiding to write the same code twice. In other words, I am reusing code as much as I can. Also Code-Wiederverwendung mache ich. So, wir brauchen noch ein paar Sachen im Skript, bevor wir wirklich Code sehen können. So, technische Begriffe haben wir, technical terms. So, die generelle Klasse sagen wir von Superclass. Spezifische Klasse sagen wir von Subclass. Also zwischen Subclass und Superclass gibt es natürlich ein Verhältnis und zwar ganz genau in der Richtung von unten nach oben. Also noch einmal auf Englisch. The relationship between Subclass and Superclass goes only in one direction. In fact, and in from underneath to the top. So auf Englisch sagt man Subclass ist a Superclass. Oder in diesem Beispiel Kreuzfahrtschiff ist ein Schiff. Und deswegen dieser Ist-A-Verhältnis nur von unten nach oben. Ja? Und noch dazu, also Ist-A-Verhältnis haben wir gesprochen. Wenn man diese Ist-A-Verhältnisse dazu weiter aufbauen, dann hat man eine Hierarchie. In dieser Hierarchie, die Richtungen geht immer von unten nach oben, nur eine Richtung. Also die ganze Baumstruktur nennt man Hierarchie. In diesem Beispiel haben wir Luxuskreuzfahrtschiff ist ein Kreuzfahrtschiff, ist ein Schiff. Gleichzeitig Fangschiff auch ist ein Schiff. Ja? Also die Fachbegriffe sind Hierarchie, Hierarchy, ist ein Verhältnis, ist a Relation.
Basisklasse, das ist auf Deutsch, aber auf Englisch spricht man von Superclass, Baseclass, Parentclass. Unterklasse, das ist Deutsch, spricht man auf Englisch Subclass, Derived Class, Extended Class, Child Class. Also für mich, ich benutze typischerweise Superclass oder Subclass. Ein kleines Abschnitt noch, bevor ich zu Live-Chat gehe. Was wird vererbt? Attribute, public and protected. Attribute werden vererbt. Für Methoden, public und protected Methoden werden vererbt. Und Achtung, Konstruktoren werden nicht vererbt. Aber man darf einen Konstruktor in der Superclass mit Super Rundenklammern aufrufen, sehen Sie unten. Also sehen wir Code ganz gleich. Also, was haben wir bis dahin gemacht? Wir haben bis dahin keinen Code gesehen, aber ich möchte von Konzept her darstellen oder vorstellen, wir haben Klassen, die haben ein Verhältnis dazwischen. Subclass ist eine Superclass. Man kann davon eine Hierarchie aufbauen. Und dann Public und Protected Attribute sowie Methoden werden vererbt. Konstruktoren werden nicht vererbt. Also erstmal so viel und mal gucken, ob wir jetzt schon Fragen haben. Ich weiß, das ist bis dahin alles sehr abstrakt, verstehe ich. Wir sehen Code ganz, ganz gleich. Oh, noch keine Frage. Ich gucke, ob 15 Zuschauer. Sag mal, seid ihr bitte so lieb? Jemand bitte sagen, ob Video gut läuft, nicht laggt und Ton auch okay? Das wäre sehr lieb. Dankeschön. Okay, dann ich gehe einmal. Oh, Entschuldigung, ich habe noch ein bisschen ins Skript zu zeigen und dann sehen wir wirklich Code. Ja, ich gehe noch zu Skript. So, Moment, sehen wir Skript? Ja, okay, wir sehen Skript. Ups, falsch. Hier. Ich möchte eine Art von Diagrammen vorstellen und zwar Klassendiagramm. Class Diagram. Das ist eigentlich, also hier ein technischer Detail, das ist hier Teil der UML-Diagrammen. Wir lernen nur diese Klassendiagramm kennen. So, das ist ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe hier eine Klasse, also dieses Viereck. Das ist eine Klasse. Name der Klasse, ganz am oben, Drittel. In der mittleren Drittel haben wir die Attributen sowie Datentypen dazu. Dann unten Drittel haben wir die Methoden. So das ganze Viereck hier haben wir eine Klasse. Also was ist hier Zweck dafür ist, man kann Inhalt einer Klasse ganz kurz und optisch zusammenfassen. Ja? Wenn eine Klasse vererbt wird, zeichnen wir von der spezifischen Klasse zu der generellen Klasse einen Pfeil. Und zwar diesen Pfeil in der Mitte. Ganz wichtig, der Pfeil ist, sag mal, ein leeres Dreieck oder ein weißes Dreieck. Ich weiß, im Moment haben wir wirklich nur diese Art, aber später wird das wichtig, warum wir ganz genau diese Art von Pfeilen machen, weil jede andere Art von Pfeil hat eine Bedeutung. So. Diese Art von Pfeilen, leeres Dreieck oder weißes Dreieck, das ist Vererbung. Ja, so spezifische Klasse unten, einmal Viereck, generelle Klassen einmal oben. Ja. So, eigentlich möchte ich hier schon die Frage stellen. Sag mal, weil spezifische Klasse ist auch eine generelle Klasse, die spezifische Klasse erbt wirklich alles. Das heißt, bei der spezifischen Klasse hat man immer noch Zugriff zu Attribut 1 und Attribut 2 und Methode 1 und Methode 2. Selbst wenn den Code nur bei genereller Klasse geschrieben ist. Ich weiß, das ist abstrakt, wir sehen den Code ganz gleich. Hauptsache ist, was jetzt ich beschreiben möchte, ist, sag mal mit dieser ganz kleinen Hierarchie. Ich frage mich, ich möchte bitte Attribut 1 zugreifen. Wo finde ich Attribut 1? Ich beginne immer von unten
und gehe ich nach oben. Sobald ich das Programmbestandteil gefunden habe, bin ich fertig. Beispiel, ich möchte mit dieser kleinen Hierarchie Attribut 1 finden. Dann fange ich mit spezifischer Klasse an. Finde ich hier Attribut 1? Nee. Dann einen Schritt nach oben gehe. Finde ich hier Attribut 1? Doch, okay. Erledigt, gefunden. Ein anderes Beispiel, ich möchte bitte in dieser Hierarchie Methode 4 finden. Dann fange ich ganz unten an. Methode 4, finde ich schon. Okay, dann bin ich schon fertig. Ja, also ich reise, sag mal, I travel. Ja, I travel. Ich reise von unten nach oben. Sobald ich der Programmbestandteil gefunden habe, habe ich die Aufgabe erledigt, habe ich den Programmbestandteil gefunden. Ja, so hier haben wir, also unten ist das Klassendiagramm zu unserer Schiffhierarchie. Mal gucken. So ganz, ganz unten, also meist spezifisch, haben wir Luxuskreuzfahrtschiff. Als Attribut haben wir Anzahl von Masseuren, Schwimmfahrtblubbern, Masseuren abrufen. Ich denke, wenn man wirklich Luxus hat, sollte man ja auch Massage haben. Ja, genau. Ein bisschen genereller, also Luxuskreuzfahrtschiff ist unser Subclass. Kreuzfahrtschiff ist unser Supercluster dann. Was haben wir bei Kreuzfahrtschiff? Wir haben als Attribute Schwimmbadlänge, Schwimmbadbreite, Schwimmbadtiefe, Klimaanlage an, ja, das ist ein Boolean. Aus Methoden haben wir Schwimmbadblubbern, Klimaanlage einschalten, Klimaanlage ausschalten und steuern. Okay. So, das war zwischen Kreuzfahrt und Luxus. Jetzt lass uns zwischen Kreuzfahrt und Schiff gehen. Jetzt haben wir Kreuzfahrtschiff aus Subclass, Schiff aus Superclass. Und was haben wir beim Schiff? Wir haben drei Attribute, Name, Länge, Breite. Methoden haben wir nur eins, Steuern. Und von Schiff Superclass kann man mehrere Subclasses haben, das ist erlaubt. Also hier haben wir einmal Kreuzfahrt, einmal Fangschiff, die sind beide Unterklassen von Schiff Superclass. So, bei Fangschiff was haben wir als Attribut Netzgröße und Methoden haben wir zwei, Netz absenken, Netz hochheben. So, lass uns jetzt ein bisschen üben, diese Programmbestandteil zugreifen oder finden. Wie macht man so? Sag mal, ich möchte gerne, also jetzt habe ich ein Objekt oder eine Klasse. Ich brauche bitte Name des Schiffes. Na klar, wir fangen von unten nach oben. Sag mal erstmal diese zwei vom Fangschiff. Gibt es hier Name? Nee. Dann einen Schritt nach oben gehen. Finde ich jetzt Namen? Ja doch, okay, dann erledigt. Ja, habe ich gefunden. Oder zum Beispiel auf diesen Zweig, die Kreuzfahrtschiffe. So, von unten beginnen. Name? Nee. Name? Nee. Name? Ja. Dann habe ich gefunden. Also Hauptsache von unten nach oben, bis ich etwas gefunden habe. Dann sag mal, jetzt brauche ich bitte Steuern-Methode. So, der linke Zweig. Wir möchten Steuermethode finden. Steuern? Nee. Dann einen Schritt nach oben gehen. Steuern? Ja, doch, okay. Dann gefunden. Ja. Und was passiert bei dem rechten Zweig? So, von unten nach oben. Steuern? Nee. Steuern? Doch. Hab schon gefunden. So, hab ich schon gefunden, dann mache ich Stopp. Ganz wichtig hier. Stopp. Nicht mehr weiter oben gehen. Ja, ich weiß. Beim Schiff gibt es auch eine Steuermethode, aber das finde ich nicht, weil die Regel ist, ich gehe von unten nach oben, sobald ich den erwünschten Programmbestandteil gefunden habe, mache ich Stopp. Und deswegen für Steuern auf diesem rechten Zweig habe ich Steuermethode bei Kreuzfahrtschiff gefunden. Macht Sinn? Also diese Regel, ich denke, nicht ganz so schlimm, ne? Man muss nur halt Regel anhalten. Nee, nicht anhalten, beihalten. Danke, genau. Gut. Dann, ich weiß, ich habe relativ viel ohne Code geredet. Jetzt sehen wir endlich wirklich Code, aber erstmal zum
Live-Chat gibt es. Alles, oh, danke schön für die Rückmeldung. Alles gut, ja. Aber braucht, also Adorable Representative, MC of Youth, fragte schon. Aber braucht man beim Luxuskreuzfahrtschiff nochmal die Methode Schwimmbad Blubbern? Die ist noch doch beim Kreuzfahrtschiff. So, ja, hat sich geledigt, genau, genau. Hauptsache, wir machen so, wir machen möglichst wenig Code-Duplizierung. Und deswegen Schwimmbad Blubbern, genau, Schwimmbad Blubbern war hier, ja, war schon bei Kreuzfahrtschiff vorhanden und Luxus hat von Kreuzfahrt Schwimmbad Blubbern Methoden geerbt. Ja, jetzt sehen wir kurz, wie das alles zusammenhängt. Weiß ich, dass es bis dahin sehr abstrakt verstehe. Okay, Beispiel 1, habt ihr bitte Geduld heute, weil das ist ein relativ großes Beispiel, dafür brauche ich wirklich relativ viel Code durchgehen. So, am besten Main-Programm 1 nicht zeigen. Ich habe ein Package-Schiff. In diesem Package habe ich diese Ur-Ur-Ur-Super-Klasse. So, my Super-Super-Class, das ist hier. So, oh, guck mal, das ist hier was Neues, oder? So, krass, wir haben ein Klasse-Schiff. Attributen haben wir 3. Protected Name, Protected Länge, Protected Breite. Ich erkläre, warum Protected später in dieser Vorlesung. Aber Hauptsache, wir haben erstmal 3 Attribute, Name, Länge, Breite. Und dann Konstruktur, also ganz normale Konstruktur, ne? Mit den 3 Attributen. Methoden haben wir ganz normale Getters, ganz normale Setters. Einmal steuern, also gegeben Winkel und links oder rechts, dann drücken wir in der Konsole Shift, biegt 20 Grad links ab oder was auch immer, je nach Eingaben. Einmal ToString-Methode, ja, also Klassennamen und dann die Attribute jeweils in einem String aufbauen, damit wir eine Zusammenfassung für dieses Schiff haben. Also, das ist hier unser Schiff. Was haben wir bis dahin in unserer Hierarchie? Wir haben Schiff. Ja, Schiff. Dann kommen wir zu Fangarbeit. Das ist unser Fangschiff. So, gucke mal erstmal auf unser Skript. Was ist dann jetzt neu bei Fangschiff? Netzgröße, Netz absenken, Netz hochheben. Guck mal, was wir beim Code haben. So, jetzt sind wir Fangschiff. Extensschiff. Also dieser Pfeil. Ja, optisch malt man dann einen Pfeil. Im Code dann schreibt man Extensschiff. Wir haben nur Attribut Netzgröße. Dann haben wir einen Konstruktor. So, Konstruktor, was brauchen wir jetzt? Insgesamt, wie viele Attributen haben wir? Wir haben natürlich Netzgröße für spezifisch für Fangschiff. Aber Fangschiff hat auch Name, Länge und Breite von Schiff geerbt. Und deswegen für Konstruktor brauchen wir erstmal Name, Länge und Breite. Die sind für Schiff. Ja, für Schiff. Für Fangschiff haben wir Netzgröße. Dann nehmen wir diese Zeile Code, super, ich erkläre gleich, was das macht, ne? Aber erstmal bitte mir glauben, wir brauchen doch diese Zeile Code und dann wir brauchen auch die Eingaben dazu. Aber für die Netzgröße, für dieses Fangschiff machen wir Zuweisung. Also für Fangschiff, wir haben, sagt man, nur als neues Attribut, nur Netzgröße, dann cool. Einmal Getter, einmal Setter. Und dazu brauchen wir Methoden Netz absenken, Netz hochheben und deswegen in Code Netz absenken, Netz hochheben. Im Moment ist Inhalt der Methode nicht wichtig. Hauptsache, wir haben eine Methode und ToString-Methode. Ja? Ich weiß, hier gibt es super Punkte ToString. Wir reden nach und nach alles nach. Ja, hab ihr bitte Geduld. So, was haben wir bis dahin? Wir haben jetzt Fangschiff. Lass uns jetzt Kreuzfahrtschiff mal beobachten. Kreuzfahrtschiff haben wir Schwimmbad, Länge, Breite, Tiefe, Klimaanlage an. Und Methoden haben wir Schwimmbad, Blubbern, Klimaanlage ein- und ausschalten und steuern. Okay, mal gucken. Bei Schiff Freizeit Package habe ich einmal Kreuzfahrtschiff. So, Kreuzfahrtschiff, Extensschiff, ja, weil wir haben diesen SA-Pfeil.
Attribute haben wir Protected, Schwimmbad, Länge, Breite, Tiefe, Klimaanlage an. Konstruktor haben wir zwei. Warum zwei, reden wir auch gleich warum. Aber lass uns diesen Konstruktor beobachten. So, wir brauchen Name, Länge und Breite für Schiff. Und dann wir brauchen Schwimmbadlänge, Schwimmbadbreite und Schifffahrttiefe für unser Kreuzfahrtschiff. Klimaanlage an habe ich nicht im Konstruktor-Eingabe, weil ich glaube, aus Standard oder nach Default Value kann man auch einfach sagen, am Anfang, wenn man ein Schiff baut, Klimaanlage ist aus. Okay, dann Methoden haben wir den Getters, die Getters, haben wir die Setters, haben wir Klimaanlage ein- oder ausschalten. Oh, schlimm, ich habe hier tatsächlich einmal Tippfehler, habe ich für Jahre lang nicht gefunden, wo ja auch jemand nicht gesagt haben. So, Moment, ganz kurz Notiz machen. Klima einschalten, dieser Typo. Gut, dann fixe ich nach der Vorlesung. Ja, genau. Und dann Schwimmbad blubbern. Und dann noch Steuern. Steuern, warum haben wir nochmal schon, guck mal, wir haben doch bei Schiff schon mal ein Steuern, oder? Steuermethode, das ist hier, genau. Schiff biegt Winkel gerade links ab, aber Kreuzfahrtschiff macht ein bisschen anders. Liebe Fahrgäste, wir ändern die Richtung gleich und dann was auch immer weiter. So, warum habe ich jetzt eine neue Steuermethode? Weil diese Steuermethode macht etwas Neues oder extra. Also die Regel ist, wenn wir extra machen, brauchen wir extra Code. Und das ist hier, was ich markiere, die extra Code. Okay, ToString-Methode, bla bla bla. Okay, dann noch einmal. So haben wir Kreuzfahrtschiff. Jetzt müssen wir auch ein Luxusschiff haben. So erstmal, Leute, habt ihr bitte Verständnis und Geduld. Luxus-Kreuzfahrtschiff spreche ich ganz schlecht aus und sehr sage ich einfach Luxus. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Also Luxus haben wir hier einmal. Was brauchen wir? Anzahl von Masseuren. Schwimmbad blubbern, Masseur abrufen. So, mal gucken, Code. Bei Luxus. Wir haben ganz genau nur Anzahl von Masseuren als Attribut. Ah, natürlich Extens Kreuzfahrtschiff. Achtung, nicht Extens Schiff, sondern Extens Kreuzfahrtschiff, weil nach meiner Gestalt und nach meiner Hierarchie den Pfeil zeigt auf Kreuzfahrtschiff. Ja? Wenn dieser Pfeil wirklich über Kreuzfahrt gehen und dann ein Schiff zeigt, dann würde Extens Schiff. Aber in diesem Fall mache ich wirklich Extens Kreuzfahrtschiff. So, Extens Kreuzfahrtschiff, Attribut haben wir Anzahl von Masseuren, Konstruktur reden wir später. Na, noch dazu, Getter für Getter und Setter für mein Attribut, Masseur abrufen, bla bla bla, Schimpfablubbeln, bla 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 und ToString-Methode. Also, was habe ich bis dahin gezeigt? Ich habe aus Bild oder optisch so ein Klassendiagramm optisch dargestellt. Wie würde es aus Code sehen? Also das ist bis dahin, was ich gezeigt habe. Ja, sieht man dann verschiedene Dateien, jede Klasse einmal Datei, File oder Vererbung mit Extens und die richtige Superclass reinschreiben, dann hat man Vererbung erledigt. So, erstmal so viel. Lass uns gucken, ob wir Fragen schon haben. So. Fangschiff, Extens Schiff. Doch, Collider 21. Fangschiff, Extens Schiff, erbt von Schiff, ganz genau. Weil gegeben eine Superclass, darf man mehrere Unterklassen haben. Einmal auf Englisch. Given one Superclass, you can have one subclass, two subclasses, three, so many subclasses as you like. Ja? Und weil für mich nach Bedarf mein Fangschiff hat wirklich nichts mit Kreuzfahrtschiff zu tun, dann mache ich einfach einen anderen Zweig, sag mal. Ja, deswegen. Ups, falsch. Sarah Dittberner fragt, bei dem Import ist es Package und Klassenname, von dem ich erbe? Genau. Und zwar zum Beispiel, ich öffne wirklich, jetzt brauche ich Main-Programm 1. So, Import,
Schiff, das ist unser Opera-Package. Freizeit, das ist unser Sub-Package. Und Kreuzfahrtschiff, das ist meine Klasse. Genau. Und Collider 21 war super, übernimmt die Daten der Superklasse. Genau. Ja, machen wir ausführlich noch später ein bisschen mehr. Ja, ich habe sehr viel Code, die neu sind, ist ein bisschen übergeflogen. Machen wir jetzt ausführlich nach und nach. Ja, gut. Okay, so, Beispiel 1. Erstmal, wir haben diese Extents gesprochen. Ne? So, Schiff hat keine Extents, weil das ist schon oberste in der Hierarchie. Und Fernschiff, Extents Schiff, Kreuzfahrtschiff, Extents Schiff und Luxus, Extents Kreuzfahrtschiff. Ja, so haben wir die Hierarchie gebaut. Und dann, ich möchte jetzt mal zum Kreuzfahrtschiff gehen. Ja, so Kreuzfahrtschiff zur Erinnerung, das ist in der Mitte unserer Hierarchie. So, Kreuzfahrtschiff hat immer noch Zugang zu Namen länger und breiter. Was meine ich sowas? Ich gehe kurz zu, wohin soll ich am besten gehen? Sag mal, ich möchte eine neue Methode schreiben. Void, neue Methode. Also nur um zu zeigen, was bedeutet Zugang. So, ich habe, wir sind bei Kreuzfahrt, genau. So, wir haben Name, sag mal gleich, neue Name. Ist das möglich? Doch, guck mal, das ist nichts Rotes. Das ist hier in Ordnung. Selbst beobachte. Innerhalb Kreuzfahrtschiff habe ich nicht explizit Name als ein Attribut. Trotzdem, das ist hier zugreifbar. Name, das ist blau. Wegen Vererbung. Weil Schiff habe ich doch Name. Dann habe ich dann Zugang. Ja, so. Und zwar darf ich dann weiter. Sag mal, int. Mathe gleich. Was haben wir? Länge plus Breite. Die sind Schiffssachen, ne? Die sind Schiffssachen auf der Schiffniveau. Alles blau, in Ordnung, kein Problem. Habe ich immer noch Zugang, ja? Das meine ich, was es bedeutet, hat Zugang. Die Attribute sind im Prinzip her da, nur beim Code sieht man nicht, weil ich möchte nicht den ganzen Code nochmal zum zweiten Mal schreiben. Ja, so gut. Frage bis dahin, was ich gemeint habe, wir haben Zugang, das meine, die Bedeutung aus Code ist, ich tippe einfach ein, habe ich Zugang. Oder wir können Shift. GetBrighter haben wir auch Zugang. Ja? GetBrighter, das ist eine Methode auf Schiff-Ebene. Kann ich hier, sag mal, anstatt länger, kann ich sagen, GetLänger. Muss ich nicht, brauche ich nicht. Ich möchte nur zeigen, das ist möglich. Guck mal, nichts Rotes, in Ordnung. Darf ich. Ja? Das ist die Bedeutung von Vererbung. So, okay, noch keine neue Fragen. Gut. Dann jetzt gehe ich die Sache ein bisschen durch, okay? So, also die Ausführlichkeit, jetzt gehe ich nach und nach durch. Ich möchte erst meine Kreuzfahrt zurücksetzen, wiederherstellen. Gut. Jetzt das Thema ist super. Und zwar, ich habe hier Schiff unter Konstruktor. Beim Schiff sehe ich keine super Sachen. Ja, Schiff ist schon oberster in unserer Hierarchie. Danach kommt zum Beispiel Kreuzfahrtschiff. Und zwar, ich sehe hier eine Zeile Code, sieht so aus. Was ist die Bedeutung? So, innerhalb einem Konstruktor, wenn ich super Rundenklammern sieht, die Bedeutung ist, bitte Konstruktor in der Superklasse aufrufen. Einmal auf Englisch. I am now in some constructor, for example, this one. When I am inside the constructor and I see something like super rounded brackets,
The meaning is, please call the constructor in the superclass. Also was ist im Moment, was ist unsere Superklasse? Schiff. Na gut, die Bedeutung ist, ich möchte Schiffkonstruktor mit String int aufrufe. Ja, was ist immer, es ist immer wichtig, wir brauchen Reihenfolge von Datentypen. Irgendwie uns sowas? Reihenfolge von Datentypen. Na gut, mal gucken, was ist bei Schiff ein Konstruktor mit String int. Okay, lass uns gucken. Schiffkonstruktor String int. Habe ich hier. Super. Nee, das ist kein Wortspiel. I didn't intend a pun. Aber was ich gemeint habe ist, diese Zeile Code 20. Was ist die Wirkung? Wirkung ist, wir möchten, bevor wir Kreuzfahrtschiff bauen, möchten wir erstmal Konstruktor bei Superclass aufrufen, damit wir die Superklasse Sachen erstmal erledigen. Ja, so einmal auf Englisch. What does this line mean? It means, before we even deal with things with the subclass Kreuzfahrtschiff, let's deal with the things in the superclass Schiff. So was haben wir beim Superclass Konstruktor gemacht? Name, Länge und Breite zugewiesen. Ja, macht Sinn, weil diese drei Attribute wohnen auf Schiffebene. Also das heißt, wenn wir ein Kreuzfahrtschiff erzeugen, lasst uns erstmal die Superclass-Attributen erledigen. Danach machen wir Kreuzfahrtschiff-Sachen. Macht Sinn? Ich gucke mal, ob wir Fragen haben. Ja, Colida 21, das war ein sehr, sehr schlechtes Wortspiel. It was a really bad pun. Übrigens, ich habe wirklich überhaupt null Talent an Witze und Wortspiele. Also das ist egal, Sprache, Chinesisch, Englisch, Deutsch, andere Sprachen kann ich nie verstanden. Deswegen, eines Tages, wenn ihr einen Witz macht, seid ihr bitte so lieb und sagt ganz explizit, Amy, ich habe einen Witz gemacht, dann kapiere ich, sonst kapiere ich nicht. Ja, was ist genau mit Default Schwimmbadgröße gemeint? Okay, lass uns mal gucken. Und zwar, Sarah, darf ich bitte deine Frage ein bisschen parken? Wir kommen dazu. Ja, wir kommen dazu. Ja, ich packe erstmal deine Frage. Danke. Okay, so Moment. Gut. Und zwar ganz gleich jetzt. So, wir haben jetzt Superkonstruktor verstanden. Ich gehe kurz zum Main-Programm 1. Was machen wir hier? Wir möchten ein Kreuzfahrtschiff-Objekt erzeugen. Dieses Objekt heißt Kreuz. Welche Methode möchten wir aufrufen? Bitte bei Kreuzfahrtschiff Methoden mit String und dann 5-mal int aufrufen. Also K-Schiff, K-Schiff und dann diese 5 Zahlen aufrufen. Gut, dann gucken wir, was für den richtigen Konstruktor haben wir. Ich glaube, das ist dies, oder? Einmal String, 5-mal int. So machen wir, so rufen wir diesen Konstruktor auf. So, wenn wir diesen Konstruktor aufrufen, wenn alles fertig ist, haben wir ein Kreuzfahrtschiff. Lass uns bitte dieses Kreuzfahrtschiff in der Konsole printen. So, lass uns einmal Programm ausführen mit Run-Taste. So, Kreuzfahrtschiff, das ist die Klasse. Noch Schiff, weil das ist auch ein Schiff, wegen Is-A-Verhältnis. Name ist K-Schiff oder K-Schiff. 40 Meter lang, 20 Meter breit mit Schwimmbad. 20 mal 10 mal 4. Tadada. Ja? So, jetzt möchte ich aber ein bisschen mit Debugger darstellen, was ist die Reihenfolge von einem Programmablauf. Das ist wichtig. So, dann würde ich sagen, einmal Breakpoints platzieren. Und ToString-Methode brauche ich auch. Dann bei Schiff mache ich auch Breakpoints dazu. So, erstmal lass uns diese Zeile Code
auf diesen Zahlercode konzentrieren. Wir denken jetzt an Konstruktor. Ja, diese Printline denken wir ein bisschen später. Erstmal Konstruktor. Was passiert, wenn ich jetzt neu Kreuzfahrtschiff aufrufen? So, nicht run, sondern Debug klicke einmal. So, meine Erwartung ist, ich haute bei Zahl 11 in Main-Programm 1 an. Einmal Debug klicke. Ja, remember my decision. Und alles in Ordnung. Übrigens, ich kontrolliere, ihr seht immer noch mein Bildschirm, oder? Ja, super, genau. I don't want to go to this because in the past when I go to some pop-up like this, my live stream is crashed. Also in der Vergangenheit habe ich auch an einem Pop-up-Fenster gegangen und dann funktioniert mein YouTube Live nicht mehr. Und deswegen, ich weiß, das ist sehr ärgerlich hier, es blinkt, weiß ich. Bitte Geduld haben, danke. So, wo bin ich? Okay, genau. So, wir haben jetzt bei Kreuzfahrtschiff Konstruktor angehalten. Super, das ist gut. Ah, nochmal super. Was soll ich anstatt super sagen? Gut, schön, toll. Okay, so, was macht dieser Zeilercode? Dieser Zeilercode, hey, Moment. Ich möchte noch nicht Schwimmbar-Sache zuweisen. Ich möchte erst unser Schiffkonstruktor aufrufen. So, wir beobachten unser Aufrufstapel, the call stack. Ganz am unten ist unser Main-Programm, klar. Ein bisschen oben haben wir Kreuzfahrtschiff-Konstruktor, auch klar. Und jetzt, wenn ich weiter arbeite, meine Erwartung ist, wir springen. Wohin springen wir? Wir springen zum Schiffkonstruktor hier. So, ich gehe mal dann einmal weiter gehe und dann guck mal, was passiert. Wir springen demnächst. Genau, das ist wie erwartet. Wir springen doch zum Schiffkonstruktor und zwar im Aufrufstapel haben wir ganz oben beim Schiff, bin ich beim Schiff gelandet. Schiffkonstruktor string int int. So, das ist meine Tafel auf der rechten Seite. Name, Länge, Breite, die sind die Konstruktoreingaben. Wenn ich das öffne, Breite, Länge, Name, die sind die Attribute. Im Moment trägt keine echten Werte, weil ich muss noch zuweisen. Dann lass uns dann Zeile für Zeile ausführen. Step over einmal. Name ist jetzt K-Shift. Genau. Noch einmal Step over. Länge 40, noch einmal Step over, Breite 20. So, jetzt habe ich Schiffkonstruktor erledigt. Wichtig ist, wir beobachten, Schiffkonstruktor ist jetzt fertig, aber Kreuzfahrtschiffkonstruktor ist noch nicht zu Ende gekommen. So, wir gehen zurück zu Schiffkonstruktor. Wenn ich jetzt nochmal Step over klicke, wir springen zurück. Vorher haben wir gesprungen? Kreuzfahrtschiff, Zeile 20. Na gut, dann springe zurück zu dieser Ort, ne, dieser Stelle. So, ich war beim Schiffkonstruktor, bin ich fertig. Einmal Step Over klicke. Ah, sorry, es gibt noch weitere Sachen. Ich meine Resume. Oh, habe ich dann falsch geklickt. Dann, ich gehe erstmal anhalten. So, ich möchte dann sagen, Kreuzfahrtschiff, ich brauche noch ein Breakpoint. So, noch einmal, bitte, von Anfang an Main-Programm. Debug, genau, ich bin bei Kreuzfahrtschiff, diese super, das heißt, ich muss jetzt Schiffkonstruktor aufrufen. Ich bin beim Schiffkonstruktor, ich öffne die Attribute, so, Name, Länge, Breite und dann wir springen zurück zum Kreuzfahrtschiffkonstruktor. Genau, und jetzt sind wir endlich in der Lage, Schwimmbadsachen zu erledigen. Das heißt, ich öffne auch. So, dieser Schwimmbad länger, breiter, tiefer, die sind die Konstruktoreingaben. Wenn ich das geöffnet habe, Schwimmbad breiter, länger, tiefer, die sind die Attribute. So, jetzt einmal Step over. Schwimmbad länger, breiter, tiefer. Und wenn ich weiter klicke, bin ich mit Kreuzfahrtschiff Konstruktor fertig. Das heißt, alles Konstrukturen fertig. Ich springe dann zurück zum Main-Programm. Ja? Weil jetzt haben wir wirklich ein Kreuz,
ein Kreuzfahrtschiffobjekt erzeugt namens Kreuz. Also auf der Tafel sehe ich im Moment nichts, weil ich muss die Zeilencode bis zum Ende ausführen. So, jetzt habe ich auf meiner Tafel doch Kreuz. Das ist ein Kreuzfahrtschiff, hat sowas für Attributen und hier einen Hinweis oder Zusammenfassung auf meine Tafel wegen To-String-Methode. Erstmal so gut. Haben wir Fragen? Glückwunsch zur neuen Maschine. Ah ja, vielen Dank. Ja, ich freue mich wirklich sehr. Ich kann Debugger haben, ich kann malen, alles in Ordnung. Ich kann immer noch Webcam behalten. Sehr schön. Toll. Ich bin ein ganz kleines Mädchen. I'm very short. Wenn wir eines Tages persönlich treffen, dann weißt ihr, ich bin wirklich ein ganz kleines Mädchen. Oder Frau. Okay, so, erstmal, das war die, was für eine Geschichte habe ich bis dahin erzählt? Ich habe ausführlich super Konstruktor gezeigt und mit Debugger ein bisschen gefolgt. Ne? Was ist die Ablauf, was ist die Reihenfolge von Geschehen? Jetzt möchte ich aber ein bisschen weitermachen und zwar mit Super Punkt eingehe. Ich gehe zurück zu Java-Perspektive. So, ich beobachte. Ich bin jetzt immer noch bei Kreuzfahrtschiff. Und ich beobachte jetzt meine To-String-Methode. Ja, To-String-Methode, was habe ich hier an Zeile 71? Oh, ich habe hier einmal Super Punkt. Was ist die Super Punkt? Super Punkt, die Bedeutung ist, ich möchte eine Methode aufrufen. Diese Methode gehört zur Superklasse. Einmal auf Englisch. So, I'm within a method now. What does super point mean? It means I want to call a method, in this case the toString method, but this method lives in the superclass. Also dieser Zeilencode heißt, super to string, Superklasse ist Schiff. Die Bedeutung ist, lass uns bitte Schiff to string Methode einmal aufrufen, dies. Ja, wir wollen Schiff to string Methode aufrufen. Rückgabe gibt es was auch immer, das ist hier ein String, kein Problem. Ich gehe zurück zu Kreuzfahrtschiff to string Methode. Was ich jetzt markiere, ist die Rückgabe von Schiff to string Methode. Einmal auf Englisch. What I highlighted here right now is the return value of the superclasses toString method. Whatever it is, that would be the return value. Das ist ein String, ja? Und deswegen können wir auch String weiter benutzen oder bearbeiten, in einem noch größeren String aufbauen und so weiter. So, lass uns diese toString-Methode ein bisschen ausführlicher erleben, weil jetzt möchte ich bitte Breakpoints zu Konstruktoren wegmachen und ich halte jetzt hier an. So, Zeile 15, ich möchte mit Debugger eingehen. Meine Erwartung ist, ich halte kurz vor Zeile 15 an. So, ich bin jetzt hier, Kreuz aus einem Schiff ist schon gebaut. Jetzt möchte ich das Objekt, sag mal, Anführungszeichen, direkt in der Konsole printen. Was bedeutet das? Wir wissen schon, wenn bei der Klasse, in diesem Fall Kreuzfahrtschiff, eine ToString-Methode hat, dann wird die ToString-Methode automatisch aufgerufen und dann die Rückgabe in der Konsole gedrückt. So, deswegen, wenn ich jetzt weiter das Programm ausführe, meine Erwartung ist, ich halte an bei der ToString-Methode. Allerdings Kreuzfahrt. To-String-Methode, weil Kreuz aus ein Objekt ist doch ein Kreuzfahrtschiff. Okay, dann mal versuche, resume. Also, gut, ich bin jetzt bei To-String-Methode bei Kreuzfahrtschiff, sehr schön. So, dann muss ich jetzt ein bisschen weiter arbeiten und zwar, wir haben demnächst einen Methodenaufruf. Super-To-String, das ist unser Schiff-To-String. Na gut, wenn ich dann nochmal weiter arbeite, bin ich doch bei Shift to String Methode gelandet. Und wenn wir hier auch auf der linken Seite
Aufrufstapel beobachten. Wie haben wir gesprungen? Von Main bei Printline zu Kreuzfahrtschiff to String Methode und dann zu Schiff to String Methode. Na gut, jetzt lass uns Zeile für Zeile Code ausführen. So, jetzt sind wir bei Schiff. Für ein Schiff haben wir wirklich nur Name, Länge und Breite. Na gut, lass uns diese String bauen. Return String ist Schiff, K-Schiff, 40 lang, 20 breit. Das ist die Rückgabe. Wenn ich jetzt weiter Step Over klicke, wir springen zurück. Und zwar zu Kreuzfahrtschiff To String Methode. Was ich jetzt markiere, ist genau unsere Rückgabe. Und deswegen, jetzt darf ich dann jetzt nochmal Zeile für Zeile Code ausführen. So, Step Over mit Schwimmbad. Jetzt greife ich Kreuzfahrtschiff Attribute an. Schwimmbad länger, breiter und tiefer. Und wenn ich hier die ganze Sache ausgeführt habe, ist die Rückgabe insgesamt hier, das ist hier ein bisschen lang. Kreuzfahrtschiff. La 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 und dann Schwimmbad sagen. So, was ich jetzt markiere, ah, das ist ein bisschen schlimm. So, jetzt sehen wir besser. Was ich jetzt markiere, kommt aus Shift to String Methode, stimmt? Das war von Shift to String oder Super to String. Und dann, sag mal, links und rechts dazu haben wir noch weiteren Strings gegeben. Hm, sag mal, das ist hier links und rechts. Dann haben wir jetzt insgesamt gemeinsam zusammen einen String gebaut und lass uns jetzt diesen String zurückgeben. So, einmal Run-Taste, Step Over, Kraftklicke. Ups, kann ich dann, also die internen Java-Sachen begeistere ich mich im Moment nicht. Deswegen mache ich es dann sofort, dann ist sofort wirklich fertig. So, dann würde ich sagen, am besten hier noch einmal System Out Print Line. Nichts, also hat nichts. Ich möchte nur hier ein Breakpoint platzieren. So, oh, das ist ganz schlechte Formatierung. Eindrücken, speichern, sehr schön. So, noch einmal ganz schnell diesmal mit Debugger. Debug. Wir wollen Kreuz-to-String-Methode aufrufen. Kreuz-to-String-Methode, das ist Kreuz. Darunter müssen wir noch weiter Shift-to-String-Methode aufrufen. Genau bin ich da, Shift-to-String. Und zurückspringen. Und jetzt habe ich Rückgabe hier von Super-to-String. Weiterbauen. Zurückgeben. Dann sind wir hier gelandet. Und guck mal, was ist dann in der Konsole gedruckt. Ganz genau, was wir erwartet haben. Können wir jetzt bis zum Ende laufen. Okay. Gut. Bis dahin gut? Frage? So, you are short wie kurze Hosen. Ja, Wortspiel, genau. Warten wir. Funktioniert der Super to String? Einfach aufrufen. Genau. Super-to-String übernimmt die To-String-Methode der Superclass. Ganz genau. Genau, beziehungsweise ruft es auf. Ganz genau, Collider 21. Lass uns ganz kurz Experiment machen. Sag mal, bei Kreuzfahrtschiff deaktivieren wir Zeile 71. Rufen wir jetzt Shift-to-String-Methode nicht auf. Was ist die Wirkung? Mal gucken. Run-Taste klicke. Kreuzfahrtschiff, also die innere Sachen sind alles weg. Na klar, weil wir haben die Super-to-String-Methode nicht aufgerufen. Genau. So, und zwar das hat mit Methode Override zu tun. So, ich gehe durch meine Notizen. So, okay. Erstmal so viel für Main Programm 1. Ich möchte zu Java Perspektive Main Programm 2 jetzt. So, Kette von Super und This-Konstruktoren. Ich glaube, wir haben schon teilweise erlebt. Diesmal machen wir ein bisschen weiter, weil hier möchten wir ein Kreuzfahrtschiff-Objekt erzeugen, klar. Aber welche Konstruktor brauchen wir? String,
int. Das heißt dies, string int int. Dann würde ich sagen, breakpoint und breakpoint bei den Konstruktoren und dann mal gucken, was passiert. Also jetzt sprechen wir von einer Kette von Super- und This-Konstruktoren. Okay, mal gucken und erleben, was passiert. Ich möchte hier einen Breakpoint platzieren und debuggen. So, wir sind bei Kreuzfahrtschiff natürlich bei dieser Variante String int int. Ja, verstehe. Was machen wir demnächst? This runterklammern, bla bla bla. Erinnern wir uns, was ist die Bedeutung für this runterklammern? Wenn wir innerhalb eines Konstruktors ist, when we inside a constructor, und wenn wir this runterklammern sehen, die Bedeutung ist, ich möchte einen weiteren Konstruktor innerhalb derselben Klassen aufrufen. Einmal auf Englisch. So I'm within a constructor. When I see this and round brackets, what's the meaning? It means I want to call another constructor within the same class. Und zwar ganz genau welcher mit bitte string und 5-mal ins. Und naja, das ist dann dies, oder? Und so habe ich Default Größe eingepackt. 20, 7 und 2. Ja, und so, dann lass uns weiter. Ich gehe dann weiter. Unsere Erwartung ist, wir machen springen. Und zwar zu diesem Konstruktor. Mal gucken, ob das wirklich wahr ist. Doch, genau. Und jetzt, was machen wir weiter? Also wir vorher Superkonstruktor aufrufen und dann zurück und dann Schwimmbadsachen erledigen und dann haben wir die Kette fertig gemacht. So, ein bisschen schnell jetzt. Super, das heißt, wir gehen zum Schiffkonstruktor mit String int int. Genau, Schiffkonstruktor, String int int, fertig. Sind wir wieder zu Kreuzfahrtschiff und zwar die Schwimmbadsachen jetzt. Schwimmbad länger, breiter, tiefer und wenn wir fertig sind, sind wir komplett fertig. Und deswegen können wir bis zum Ende laufen. Baue ich in diesem Fall keine, einfach bis zum Ende. Genau. Oh, wir haben natürlich, sollten wir wiederherstellen. Ja. Aber was ich jetzt hier mit Main Programm 2 zeigen möchte, ist, wir haben mit this und super eine Kette von Konstruktoren gemacht. Also Main Programm 2 nochmal ausführen wegen unser jetzt wieder aktiver Zeilencode. So, Run-Taste klicke, wieder zurück zu Main Programm. So, Run-Taste klicke, dann haben wir die Default-Sachen übernommen, so 20, 7 und 2. Und ich glaube, das war deine Frage, Sarah, oder? Wie ist genau mit Default-Schwimmbadgröße gemeint? Genau, das ist, was es gemeint. Mit Kette von überladene Konstruktor. Ja? Wir haben hier wirklich bei Kreuzfahrtschiffe überladene Konstruktoren. Einmal auf Englisch. We now have the overloaded constructors. Okay. So, ich muss dann ein paar Kommentare sagen, weil hier gibt es ein paar Regeln, wenn wir this und super benutzen. Wir erinnern uns, dieser Zeilencode this 100 Klammern muss die allererste Zeile bei einem Konstruktor sein. Einmal auf Englisch. This round brackets, you must use it as the very first line of code inside the constructor. Regel Nummer 1. Regel Nummer 2, genauso bei superrunden Klammern. Superrunden Klammern muss auch ganz genau die allererste Zeile in einem Konstruktor sein. Einmal auf Englisch. So, inside the constructor, if you want to call super constructor, this super round bracket must be the very first line of code. Ja? Was ist die Nebenwirkung? What's the side effect? Nebenwirkung ist zum Beispiel, innerhalb den gleichen Konstruktor darf man nicht gleichzeitig this und super haben. Einmal auf Englisch. The side effect is that
Given a single constructor, it is not possible to say this and super at the same time. You have to choose one, not both, because of the rules. Wegen der Regeln. Ja? Und dann, genau, was ist eine weitere Nebenwirkung? Eine weitere Nebenwirkung heißt, die Superkonstruktoren sind immer ausgeführt, bevor die Subclass-Konstruktor. Also einmal auf Englisch. Because of the rules, it is always the case that the superconstructor is first run and then comes the subclass-Constructors. Ja? Und zwar, ich glaube, wir haben beim Skript auch alles explizit aufgeschrieben. Genau. Super und this zusammenwirken. Ich lese nicht vor. Das ist hier einfach die Zusammenfassung von was ich mündlich gesagt habe. Genau. Die Gesamtwirkung ist, dass die Attributzuweisungen in der Superclass immer erst ausgeführt werden, bevor die Attributzuweisungen in der Subclass ausgeführt werden. So, Superclass Attributes gets assigned first, then come the Subclass Attributes. The effect, the side effect. Okay, keine neue Frage, sehr schön. Dann gehen wir zu mit Beispiel 3. Beispiel 3, das ist Main-Programm 3. So, was haben wir? Also, es geht um Methoden überschreiben. So, was meine ich hier? Zum Beispiel, wir haben, lass uns unser Klassendiagramm mal anschauen. Das ist ein bisschen oben, doch hier. So, zum Beispiel, lass uns erst zwischen Schiff und Kreuzfahrtschiff darauf konzentrieren. Wir haben einmal von Schiff und einmal Steuern, Methode von Schiff und noch einmal Steuern, Methode von Kreuzfahrtschiff. Warum? Weil Kreuzfahrtschiff Steuern macht etwas mehr. Oder Neues, was Neues. Deswegen brauche ich Code dazu. Lass uns Code beobachten. Bei Schiffklasse, die Steuermethoden sagt, ganz banal, Schiff biegt 20 Grad links ab. Ja? Aber bei Kreuzfahrtschiff, wir haben etwas ein bisschen extra. Und zwar, liebe Gäste, wir ändern die Richtung gleich. Und dann, was kommt noch? Superpunkt, was auch immer. Erinnern wir uns die Bedeutung. Superpunkt bedeutet, wir möchten eine Methode aus der Superklasse aufrufen. Dann, wie versteht man diese Steuermethode für Kreuzfahrtschiff? Zeile 65 sagt, ich möchte etwas in der Konsole drucken. Gut, liebe Gäste, wir ändern die Richtung gleich. Und was machen wir danach? Lass uns Steuern von Schiffklasse aufrufen. Und dann springen wir dorthin und dann wird die banale Ansage auch in der Konsole gedruckt. Ja? So, dieser Verhältnis, also eine Methode, sag mal, von Unterklasse etwas Neues macht, dieser ist ein Fachbegriff, sagt man, von Überschreiben. Override. Ich gucke mal kurz zu Script. Override ist, ne, nicht da, sondern hier. Methoden überschreiben. Overriding Methods. Was, wenn eine Superclass eine Methode hat und ihre Subclass dieselbe Methode auch hat, überschreibt oder overrides die Methode in Subclass, die Methode in Superclass. Und Eclipse hilft dabei. Guck mal, das ist hier sehr, sehr klein, weiß ich, aber bei Kreuzfahrtschiff Steuermethode hat man hier ein ganz kleines grünes Dreieck. Ja, das ist hier ganz kleines, weiß ich, aber hier sagt Override Schiff Punkt Steuern. Ja, das ist hier die optischen Hinweise schon. Hier geht es um Überschreiben. Overridden a method. So wie wenn sowohl der Name der Methode als auch die Reihenfolge der Eingabetypen der Methode identisch sind, wird die Methode überschreibt. Zum Beispiel,
Die To-String-Methode sind alle Rückgabestrings, Entschuldigung. Es geht um Name der Methode To-String. Und es geht um Reihenfolge die Methode. Der Methoden, also in diesem Fall nichts. Deswegen ToString nichts, überschreibt ToString nichts und weiter überschreibt ToString nicht. Ja, übrigens, warum habe ich Objekt hier? Objekt aus einer Klasse ist die Superklasse von allen Klassen in Java. Selbst wenn man nicht explizit Extends schreibt. Das heißt für uns bei Shift Klasse, wir haben hier nichts geschrieben, also hier nichts, ne? Extends Object haben wir nicht geschrieben, aber das ist schon implizit und im Hintergrund gemacht. Und deswegen auch bei Shift to String Methode, guck mal, beobachten wir hier, gibt es ein kleines Dreieck, dünnes. Es sagt Overrides Object to String. Deswegen für uns, jetzt ist die Mystery jetzt klar geworden, warum bis dahin immer noch ToString-Methode gibt es hier ein grünes Dreieck, weil wir haben die Object-ToString-Methode überschrieben. So, einmal kurz zum Skript. So, wie gesagt, Methodennamen, Reihenfolge von Eingabedatentypen, wenn beide gleich sind, dann haben wir Überschreiben. Wann haben wir kein Überschreiben? Zum Beispiel hier bei Luxuskreuzfahrtschiff, Schwimmbadblubbern, Namen, okay, Namen sind gleich, in Ordnung. Aber sind die Reihenfolge von Datentypen gleich? Nein. Bei Luxus haben wir Int, bei Kreuzfahrt haben wir keine Eingabe. Und deswegen, wenn ich jetzt zu Luxus gehe, Luxus ist da, Schwimmbad blubbern, guck mal, hier gibt es kein grünes Dreieck, weil hier gibt es kein Überschreiben. Also zwei Sachen müssen stimmen. Methodennamen, Reihenfolge von Eingabetypen. Okay. So, wenn wir jetzt zurück zum Code gehen, was haben wir auch mit Programm 3? So, es geht um Methode Überschreiben. So, Kreuzfahrt steuern, lass uns probieren. Also erstmal so viele ausprobiere. Unsere Erwartung ist, liebe Gäste, lalala, und dann ganz banal 25 Grad links abbiegen. Okay, mal probiere. Genau, so. Liebe Fahrgäste, wir ändern die Richtung gleich. Das war von dieser Zeile Code gemacht. Schiff biegt 25 Grad links ab. Das war von Supersteuermethode gemacht. Und jetzt, wenn wir weiter gucken, das hier jetzt aktivieren, ich denke, wir dürfen Kreuz deaktivieren. So, jetzt haben wir Luxusschiff, Schwimmbad Blubbern 120. Was ist die Bedeutung? Lass uns gucken. Luxusschiff, Schwimmbad Blubbern, so viele Sekunden. Also das Schwimmbad Blubbert für 120 Sekunden. Das ist unsere Erwartung. Mal gucken, ob das wirklich passiert. Einmal Run-Taste klicke, doch, ja, das Schwimmerblubber für 120 Sekunden. Also diese Zeile Text hat mit System.println zu tun. Wichtig ist aber, was ich wirklich zeigen möchte, ist, bei Kreuzfahrtschiff haben wir ja auch Schwimmerblubber-Methode. Diese Methode sagt, das Schwimmerblubber und dann fertig. Diese Methoden haben wir überhaupt nicht aufgerufen. Ja, haben wir nicht aufgerufen, weil erstmal wir brauchen einmal Sekunde-Eingabe und wenn wir in der Hierarchie, ich mache jetzt ein bisschen hoch, wenn wir in der Hierarchie von unten nach oben reisen, finden wir Schwimmbad-Bubbel mit einem Int-Eingabe? Ja, gefunden, dann halt, stopp! Nicht weiter suchen. Die Methode haben wir schon gefunden. Weitergehen brauchen wir nicht mehr. Ja? Okay. So. Ich gucke, ob wir Fragen haben. Also wird in der Reihenfolge bearbeitet, erst super, dann das. Kolide 21. Das ist die praktische Folge. This is the practical consequence.
of having the special rule that in one constructor, you cannot have super and this at the same time. You can choose between this or super. And because of this rule, basically you always do all the super constructors first, and then you do the this constructors. Yeah? Gut. Albion, Vodafone, ich weiß nicht, was hier nicht in Ordnung ist. Eventuell, ich hoffe, Video und Ton ist immer noch in Ordnung. Also bei mir, CPU sieht okay aus. Gut. Okay, dann wieder zum Code. Was ist mein nächstes kleines Thema? So, oh, jetzt brauche ich ein bisschen unser Protect. Erkläre. Also wir haben über Protected nicht gesprochen, oder? So, zurück zu Code, aber diesmal Script Modifiers. Mache ich ein bisschen größer. So, Modifiers brauche ich jetzt Protected. Protected, Protected, Protected. Hier. So, wir reden von einem Zugriff Modifizierer Protected. Die betreffende Bestandteile sind Klassen, Attributen und Methoden. So, jetzt wenn wir Vererbung haben, ist dann klar, warum wir Protected haben. Weil bei Protected, wenn eine Subclass in gleichem Package oder in einem anderen Package ist, das ist ganz egal. Unterclass, Subclass hat immer Zugang zu Protected Superclass Sachen. Noch einmal auf Englisch. So, if something is protected, regardless of package, also in the same package or not in the same package, the Subclass always has access. Yeah? And this is why we need it protected. So, when we go to the code, so also wir beobachten jetzt Schiff. Wir haben mehrere Packages, Schiff, Fangarbeit und Freizeit. Ja, also unser Schiffklassen, also ganz egal in welchem Package, haben wir immer Name, Länge und Breite zugegriffen ohne Probleme, weil das ist hier protected. Die gleiche gilt für Methoden auch eigentlich. Ja. Lass uns kurz experimentieren. Sag mal, Breite ist jetzt private. Ja? Breite, private. Speichern. Ups, speichern. Gibt es etwas rot? Noch nicht, weil ich muss natürlich das zugreifen. Sag mal, plus, was war das? Breite. Jetzt rot. Warum? The field shift. Breite is not visible. Wegen private. Ja, aber das ist aber kein Problem, wenn wir Protected macht, speichern, dann rot weg, genau. Und wenn wir nichts machen, was ist die Erwartung? So, Moment, ich habe Shift nicht gespeichert. Lass uns Tabelle anschauen. Oh, falscher Skript. So, kein Modifizierer, Subclass in einem anderen Package. Kein Zugriff. Noch einmal. Kein Modifizierer, Subclass in einem anderen Package, kein Zugriff. Und deswegen, wenn ich jetzt Schiff speichern, Breiter hat keine Modifizierer, Fangschiff immer noch Probleme. Breiter ist nicht sichtbar. Super. So, ich würde sagen, ich habe noch ein paar Minuten, dann gehe ich ein bisschen durch Skript und zwar Modifizierer. So, jetzt haben wir ein kleines, zwei kleinere erweiterte Thema. Klassen. Was bedeutet, wenn eine Klasse Final ist? Ja, man kann diese Final-Klasse nicht vererben. Warum? Wenn man so im Voraus plant, dass niemand die Klassen anfassen sollte, zum Beispiel, wenn ein Programmierer seinen Code aus geistiges Eigentum, Intellectual Property, schützen möchte, wenn eine Klasse sehr spezifische bzw. wichtige Funktionalitäten hat und man nicht sicherstellen kann, dass die vererbten Klasse die Funktionalitäten weiterhin behalten. Also, wenn eine Klasse final ist, das heißt,
Niemand darf weiter beerben. Und zwar, so eine Kasse haben wir in, also ich gehe jetzt zu Java Doc 11 String. Java String 11. So, guck mal, das ist hier Public Final Class String. Das heißt, diese String-Klasse ist so spezifisch, es gibt so viele spezielle Sachen schon eingebaut, man darf String-Klasse nicht erben. Ja, das ist hier die Wirkung. Oder wir sagen, was ist die Final, was bedeutet, wenn eine Methode final ist? Man kann eine Final-Methode nicht überschreiben. So, if a method is final, you cannot override it. Also warum? Ähnliche Gründe wie Final-Klassen. Also wenn man sagt, ich habe Code geschrieben, ich möchte das niemand anfassen, dann Klasse zu Final machen oder Methode zu Final machen. Okay. Haben wir Fragen? Genau, auch Geheimnisprinzip. Warum benutzen wir nicht einfach Public Geheimnisprinzip? Man sollte nur so viele Sachen veröffentlichen, wie man muss. Zum Beispiel, wenn die Attribute protected sind, kann man immer noch per Getter und Setter zugreifen. Deswegen nicht public, sondern besser protected. Also bevor wir Vererbung haben, haben wir praktisch die ganze Zeit alle Attribute zu private gemacht, stimmt? Und jetzt mit Vererbung, Faustregel sollte man Attribute zu protected machen. Ja, also natürlich nach Bedarf private oder public, aber Faustregel protected Attribute jetzt. Super. Gut. Inheritance mache ich noch einen ganz kleinen Satz. So, wie kann man Klassen ordentlich oder vernünftig oder gut in einer Hierarchie gestalten oder entwerfen? Was sollte Superclass, was sollte Subclass? Wie sollte man die Attributen verteilen? Wie macht man protected oder alle diese Sachen? Programm- und Klassengestaltung. Jetzt, wenn wir Vererbung haben, diese Grundideen möchte ich ein bisschen kurz erwähnen. So, erstmal, wie man eine Hierarchie mit Vererbung ganz schön gestalten oder entwerfen, das ist wirklich eine Kunst. Es gibt in der Buchhandlung Bücher und Bücher und Fachbücher und Fachbücher dafür. Wir können wirklich hier das Thema nicht so gründlich besprechen. Ich möchte nur ein paar Grundideen erwähnen. Und zwar, ich lese einmal vor, also ein bisschen mal lese, vorlesen. Wie man ein Programm und dessen Klassen gestaltet, ist ein sehr, sehr großes Thema. In Ihrem Software Engineering Kurs später in Ihrem Studiengang lernen Sie das Thema gründlich. Also Softwareentwicklung 1 und 2. Ja? Hier möchten wir nur die ganz grundlegenden Ideen kurz kennenlernen. Genau. Korrektheit. Wie können Sie das Programm entwickeln, damit das Programm das richtige Ergebnis liefert? Ja, Korrektheit. Wiederverwendung, das kennen wir schon. Wie können wir den Code so organisieren, damit wir möglichst wenig Code duplizieren oder anders gesagt, möglichst viel Code wiederverwenden? Und dann Java ist eine objektorientierte Programmiersprache. Das heißt, von Konzept her ist fast alle Objekte und deswegen sollte man die Merkmalen aus Attribut und die Aktivitäten oder Aktionen aus Methoden gestalten. Ja? Kapselung, das ist genau unser Geheimnisprinzip. Nur so viel veröffentlichen, wie man muss. Denken Sie daran, welche Zutaten Sie zur Gestaltung haben. Zum Beispiel Static Variables aus Konstante, Konstruktorkette, Vererbung und Klassenhierarchie-Package und so weiter. Und wählen Sie die passenden Zutaten sorgfältig aus. Also wie gesagt, große Kunst hier. Ich möchte nur Grundideen vermitteln. Und wer Interesse hat, gerne weiterlesen. Die Inhalte werden nicht in der Klausur abgeprüft. Also Inhalte dieser Weiterlesen wird nicht in der Klausur abgeprüft. Okay. Ich habe
noch 3 Minuten. Also, last call for questions. Last call for questions. Also, ich würde sagen, heute haben wir wirklich viel Stoff abgedeckt. Ich weiß, eventuell Geschwindigkeit ist auch ein bisschen schnell. Ich möchte ein bisschen mehr heute einpacken, weil wir können heute mit der Übung anfangen. Deswegen, ja, danke schön für das Mitmachen und für die Rückmeldungen und immer für die Fragen. Ich warte noch 30 Sekunden. Falls keine Fragen noch gibt, dann gehen wir in Gruppenprogrammierung in Jitsi. Was sind wir heute? Oh, habe ich nicht geplant. Was singe ich? Ein kommt nicht zu meinem Kopf. Happy Birthday to you. Hat jemand heute Geburtstag? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Albion. Ganz zufällig ausgefällt. Happy Birthday to you. Khalid fragt, wer wird für 4 Minuten Verspätung der Abgabe auch 30 abgezogen? Habe ich doch nicht gemacht, oder? Khalid. Ich bin ziemlich sicher, ich habe das nicht gemacht. Khalid, falls ich doch gemacht habe, meldest du dich bitte. Ja? Gut. Entschuldigung, letzte Woche habe ich den Link zur Gruppenprogrammierung zu einem falschen Moodle-Kurs gelegt. Deswegen war letzte Woche nur eine Person da. Entschuldigung, diesmal mache ich bestimmt Link im Moodle beim richtigen Kurs. Okay, danke schön für das Mitmachen. Wir sehen uns dann in Jitsi ganz gleich. Tschüss!